Seit der Mensch die Energie entdeckt hat, die in Kraftstoffen steckt, denkt er darüber nach, wie sie effizient genutzt werden kann. Denn Entwicklungen haben nicht nur positive Wirkung. Energiehunger und Umweltbelastung steigen, aber die Ressourcen werden weniger. Es braucht Ideen für die Zukunft. So haben die EU und die G8-Nationen beschlossen, die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 um 80% zu reduzieren. Doch bis dahin wird sich die Zahl privater Fahrzeuge weltweit auf 2,5 Milliarden mehr als verdoppeln. Österreichisches Know-how ist bei der Entwicklung von Alternativen weltweit gefragt. Betreffend Klimawandel wäre eine sehr nachhaltige Lösung, dass man den Kohlenstoff aus den Treibstoffen und Kraftstoffen herausnimmt und damit verhindert, dass durch die Verbrennung anschließend Kohlendioxid als Treibhausgas ausgestoßen wird. Dabei ist eine sehr gute Lösung die Verwendung von Wasserstoff als Energieträger, den man vorzugsweise in einer Brennstoffzelle elektrochemisch direkt in Strom umwandeln kann und damit eine gänzlich CO2-freie Mobilität auch für Fahrzeuge gewährleisten kann. Und das bei gleichbleibender Motorleistung, Reichweite sowie schneller und bequemer Betankung. Allerdings kommt Wasserstoff auf der Erde nur in gebundener Form vor. Um ihn zu gewinnen, muss man diese Verbindungen aufbrechen. Das braucht viel Energie. Eine Methode ist die Elektrolyse. Hier wird Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Eine energieaufwendige und teure Methode. Deshalb bedient sich die OMV zur Gewinnung von Wasserstoff eines weit verbreiteten Verfahrens, der Dampfreformierung. Dabei wird Wasserdampf mit einem fossilen Brennstoff wie Erdgas zusammengebracht und auf 830 Grad erhitzt. Aus diesem Gemisch wird nun über stufenweise Filterung und Reinigung der reine Wasserstoff gewonnen. Aktuell die effizienteste Art der Gewinnung. Die Raffinerie Schwechat erzeugt Wasserstoff, seit sie besteht. Also die Erzeugung von Wasserstoff passiert ja am Standort schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Wasserstoff wird eingesetzt zur Veredelung von Treibstoffen. Raffineriezwischenprodukte werden mit dem Wasserstoff vermischt, entschwefelt. Dadurch wird der Kraftstoff höherwertiger. Emissionen beim Verbrennen im Motor werden weniger. Und der Kraftstoff ist einfach besser für die Umwelt.